Pete Smith haben ein Video hochgeladen, in dem Pete über die aktuelle Situation von YouTube redet. Viele YouTuber haben derzeit wenig oder so gut wie gar keine Werbeeinnahmen. Der Unmut der YouTuber ist daher selbstverständlich sehr groß. Pete meint dazu, dass YouTube sich in der größten Krise seit seiner Gründung befindet. Noch nie haben sich so viele YouTuber öffentlich über YouTube beschwert oder halt nach Alternativen umgesehen. Ich und andere YouTube-Kollegen haben bereits öfters Videos über das Thema gemacht. Pete bringt jedoch jetzt in seinem Video neue Aspekte, die ich persönlich noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Dieses Video bietet euch also eine informative und kompakte Zusammenfassung von Pete's Überblick über die große YouTube-Krise 2017. Viel Spaß! YouTube macht seinen Hauptumsatz mit Werbung. Dieser steigt auch von Jahr zu Jahr, jedoch die Einnahmen der YouTuber sinken. Wie kann das sein? Im Endeffekt steigen die Werbeeinnahmen nicht schnell genug, um mit dem Wachstum der Videos mitzukommen. Ja, es gibt halt einfach mittlerweile viel mehr Videos, wo Werbung vorläuft, als tatsächlich Werbung da ist, wodurch im Endeffekt weniger ankommt. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen schaltet so gut wie jeder YouTuber, der mehr als 10.000 Aufrufe hat, Werbung auf seinem Kanal, wobei früher man dafür YouTube-Partner sein musste. Zum anderen ist das Angebot an Werbung einfach zu gering. YouTube hat auch noch ein weiteres Problem mit den Werbetreibenden. Es gab einen Skandal. Vor einiger Zeit hat YouTube teilweise auf rechtsradikale Videos Werbung geschaltet. Das fanden viele Unternehmen gar nicht gut und haben als Reaktion darauf einen Werbeboykott gestartet. Viele Konzerne warben also aus Protest nicht mehr auf YouTube. YouTube musste reagieren und hat deswegen mit Hilfe eines Algorithmus angefangen, Videos in werbefreundlich und werbeunfreundlich zu unterteilen. Der Algorithmus geht laut Pete auf Nummer sicher. Das war auch der Grund, wieso zahlreiche Videos fälschlicherweise als werbeunfreundlich eingestuft wurden. Ein prominentes Beispiel dafür ist die Marmeladenoma. Sie liest ihren Zuschauern total harmlos, lieb und kultiviert Märchen vor. YouTube meint jedoch, dass ihre Videos werbeunfreundlich seien. YouTube selbst gibt auch zu, dass der Algorithmus nicht optimal ist. Und YouTube sagt, Leute, benutzt bitte die manuelle Überprüfung, der Algorithmus muss lernen. Und beschwert euch nicht einfach nur passiv auf Twitter, sondern versucht mit uns zu reden. Ein weiteres Problem ist auch, dass YouTube sich inhaltlich verändert. In den YouTube-Trends ist viel asozialer Content. Ein prominentes Beispiel dafür ist das Video für 200 Euro an den Arsch fassen. Hochwertiger und informativer Content wird jedoch meist nur wenig angeguckt. Aus den gerade genannten Gründen gucken sich sowohl Creator als auch Zuschauer nach neuen Plattformen um. VidMe ist dabei eine Alternative, die sich gegenüber YouTube am meisten ähnelt. Dann gibt es auch noch die Streaming-Plattform Twitch, die auch die Möglichkeit bietet, Videos hochzuladen. Viele meinen jedoch, dass YouTube so gut wie konkurrenzlos ist. Was meint ihr? Wird sich eine Webvideo-Plattform als Alternative zu YouTube etablieren? Wird hochwertiger und informativer Content von YouTube zu wenig gefördert? Und wird der Algorithmus, der Videos in werbefreundlich und werbeunfreundlich einteilt, besser? Drückt rechts oben auf das i und gebt eure Meinung dazu ab. Ich möchte euch darauf hinweisen, dass ich einiges, was Pete nicht gesagt hat, aber zum Thema passte, in diesem Beitrag noch hinzugefügt habe. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich über ein Feedback in Form eines Likes oder Kommentars freuen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.